Ja, aber ganz klar. Servus, um was geht's heute? Ja, heute geht's um Honiganalyse. Ihr wisst es, ich mache ja liebend gern mit meinem Mikroskop, wo ich jetzt schon insgesamt ja, fast mit der Pollenanalyse und Honiganalyse beschäftige ich mich schon, ich glaube jetzt fast das dritte Jahr, richtig intensiv seit ja, so 1,5 Jahren richtig intensiv. Aber das ist ja nicht für jeden was. Und in Deutschland kostet die normale Pollenanalyse und Spektrumanalyse, also nur eine reine Pollenanalyse, kostet so um die 60 Euro. So, jetzt haben wir was. Der Gottfried hat da was gefunden und ich würde euch das auch gerne vorstellen, weil ich finde, das ist super geil. Und ich würde euch da gerne mitnehmen und das ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Über die DNA-Analyse, weil kosten tut es auch nicht mehr. Ich baue euch mal um. Ihr seht, da im Hintergrund ist der Greenscreen schon aufgebaut. Ich drehe euch um und dann schalte ich hier mal um, dass wir direkt auf die Homepage gehen und dann zeige ich euch das, wie das funktioniert von der Anmeldung bis hin zur Einsendung bis dann im zweiten Teil, ja, wo wir uns das anschauen, was ist im Honig drin und was ist zu beachten bei der Entnahme vom Honig und von der Sortenbestimmung vom Honig, muss man ein paar kleine Sachen beachten, dass man, wie soll ich sagen, auch wirklich nicht wirklich was falsch macht, dass das halt einfach passt. Und da nehme ich euch heute mit und das machen wir. Jetzt baue ich schnell um und dann. So, jetzt ihr seht es, ich habe mich schnell mal in meinen PC gebeamt. Nee, aber so kann ich es euch einfach besser zeigen. So, jetzt sind wir hier auf trachtanalyse.com. Das ist das Ganze von Synsoma. Da muss man hin. Dann als allererstes, was man macht, ihr geht mal hier oben her und macht eine Anmeldung. Ja? Hier oben, aber ich bin ja hier schon angemeldet als BeLive, also ich brauche das nicht mehr. Das ist sehr einfach, ihr gebt euren Benutzernamen ein, den ihr gerne haben wollt und auch die E-Mail-Adresse. Dann bekommt ihr eine E-Mail von Synsoma, da ist ein Link drin. Auf diese E-Mail klickt ihr drauf. Ja, mal schauen, ob wir das hinkriegen, So, dann bekommt ihr so eine E-Mail. Ja? In dieser E-Mail klickt ihr dann hier drauf, unter folgender Adresse kannst du dein Passwort festlegen, weil ihr habt ja noch kein Passwort festgelegt. Da klickt ihr drauf, so, und dann könnt ihr ein neues Passwort festlegen. Ich brauche keins festlegen, weil ich habe ja schon eins. Ich könnte jetzt hier schon auf neues Passwort klicken, aber brauche ich ja nicht. Ich habe ja schon eins. Deswegen gehen wir jetzt mal gleich mal auf die Seite selbst zurück. Ja, so, dann seid ihr, wenn ihr angemeldet seid, auf dieser Seite, ganz normal. Und da könnt ihr, ja, meine Honige, die könnt ihr hinterlegen. Ja. Ihr könnt jetzt mehrere, bei mir wären hier 2 Stück. Einen habe ich schon eingegeben, spät. Ja, Honigprobe, ihr seht es selber, sehr aktuell bei mir alles immer. 31.07. Ihr habt das vielleicht ein paar Tage später, maximal 10 Tage später gesehen, das Video. Werden wir sehen, wie es so reinpasst. Da werde ich aber 2 Stück anlegen und das war's. Aber jetzt gehen wir mal zum Shop, weil viele sagen, was kostet das, wie bestellt man das, was muss ich tun, ja, wem muss ich bestechen und, und. Das Ganze ist natürlich, das Ganze kommt aus Österreich. Ja, die machen das aber, so viel ich weiß, europaweit, also Deutschland definitiv, ja, läuft es. So. Dann, wir wollen, da könnt ihr 10er Packungen, 50er Packungen kaufen, ja. Vorgedruckte Etiketten, also im Prinzip, da kriegt ihr die Etiketten, die QR-Codes drauf, aber da gehen wir jetzt mal gar nicht, das lassen wir alles aus. Wir gehen hier auf Ausführung auswählen, das für 99 bis 70 Euro und was ist jetzt der Unterschied? Weil ich weiß, die Frage kommt, was ist der Unterschied? Also wenn ihr die einfache Packung nehmt, die Untersuchung, das ist das hier. Das ist einfach, das ist die ganz normale Untersuchung, ja, ganz stinknormale. Und in dieser Untersuchung ist einmal dabei der nette Hallo-Zettel. In diesem Hallo-Zettel ist alles beschrieben, aber das gehen wir danach durch, ja, wie, wo, was, wann. Und dann ist ganz wichtig dabei, und ich halte ihn jetzt bewusst mal zu, dieser kleine QR-Code. Und dieser kleine Aufkleber, das ist der Aufkleber, wo man dann
abscannen kann und dann weiß jeder Kunde, was ist in dem Honig. Ich persönlich brauche mir die jetzt nicht dazu, aber wir gehen mal gleich drauf ein. Ja, was, wie, wo bestellen. So, also das ist die Option für 60 Euro. Ich persönlich brauche die QR-Codes nicht, weil ich mir den einfach ausdrucke. Auf der Homepage gibt es dann einen Link zu dem QR-Code. Ich drucke mir den in groß aus und den hänge ich mir dann in meinem Verkaufshäuschen unter den jeweiligen Honig. Ja, von dem her brauche ich das nicht. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Option 2 würde dann 69 Euro kosten und ihr seht es am Bildschirm. Hier sind diese Etiketten dabei. Ja, sonst ist eigentlich kein Unterschied. Hier sind halt einfach Etiketten dabei. Ich weiß nicht, wie viel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Also 40 Stück. Ja. Mal schauen, ob das also dabei steht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da sind dann die Etiketten dabei. Dann könnt ihr natürlich noch ein größeres Pack nehmen für 74 Euro. Was ist da dabei? Oh, gute Frage. Gell? Ja, warte mal. Okay, sind Soma, da müsst ihr mal ein bisschen nachbessern. Das wäre schöner, wenn man das auf Anhieb sofort sehen würde, was ist was. Ja, das ist grün, das ist... Ah, okay, das sind einfach nur... Okay, ich sehe es. Die Etiketten, es sind mehr Etiketten. Ja. Einlagig, dreilagig. Ah, jetzt hat. Man sieht es ganz klein oben drüber. Hier sind 40 Etiketten. Seht ihr es über der Maus? 40 Etiketten, 200 Etiketten, 400 Etiketten. Ja? Ich persönlich brauche es eigentlich nicht. Deswegen aus dem Grund das hier. Ja? Und dann macht ihr das Ganze in den Warenkorb und dann bekommt ihr das zugeschickt. Und dann müsst ihr das eigentlich nur, und da sind wir jetzt dann bei mir unten und da holen wir uns jetzt einen Honig. Thema da einschicken und dann bin ich gespannt. Ich finde es verdammt interessant, weil es ist definitiv halt noch viel, viel feiner wie die Pollenanalyse. Vor allem, ich war ja in Veitshöchsheim im Labor und habe mich da wirklich ausschweifend unterhalten mit den netten Damen im Labor, die auch so Pollenanalysen machen oder die Pollenanalysen machen. Und da wurde mir auch schon mitgeteilt, dass die Pollenanalyse, so wie es jetzt hier, wie ich das jetzt hier mache, sehr wahrscheinlich wird aussterben. Die wird sich nicht durchsetzen, also das heißt, wird sie nicht durchsetzen. Es ist nicht mehr bezahlbar, ja, weil eine Pollenanalyse, wenn ich mich jetzt hierher setze und mich da einen ganzen Abend lang spiele, mir alle Pollen raussuche, ganz genau betitel, also nicht nur Korbblütler und so, bringe ich diese Untersuchung und die Analyse genauer hin wie die im Labor. Aber das liegt nicht daran, weil ich besser bin, sondern ich habe einfach viel, viel, viel mehr Zeit wie die nette Dame im Labor oder der nette Herr, weil die haben im Schnitt 10 Minuten, 15 Minuten für eine Analyse Zeit, wo sie machen können. Und das ist sehr, sehr knapp. Ja, in der, und dann müssen sie noch, also es muss zentrifugiert werden, es muss das ganze, das Paket ausgepackt werden und. Und versteht ihr? Und das ist alles in diesen 60 Euro inbegriffen. Da versteht man, dass da nicht viel Zeit bleibt. Und deswegen wird sich sehr wahrscheinlich diese DNA-Tests werden sich durchsetzen. Ja? Und jetzt aber gehen wir raus. Ich schalte hier wieder aus, schalte hier wieder um auf das andere Kamera und nehme euch am Kragen und dann gehen wir runter. Ja? Eins gleich mal vorne weg. Und da habe ich das jetzt hier so mal als Beispiel genommen. Wenn ihr, übrigens wunderschöne Etiketten, ja, also ich wollte euch schon mitteilen, dass ich die schönsten Etiketten der Welt habe, aber gut, Grüße gehen raus an die Fanny. Ich muss das da wegtun. Also, Punkt 1. Stellt euch mal vor, das sind verschiedene Eimer. Das sind alles Eimer. Wenn ihr jetzt die Probe nur von diesem Eimer nehmt, dann, wenn ihr Sortenhonig haben wollt, also wenn ihr sagt, das ist circa in dem Honig, dann könnt ihr meinetwegen die Ernte von einem Stand so lassen. Ja. Aber richtig wäre es, wenn ihr alles zusammenschüttet, verrührt, also dass es homogenisiert ist, und dann erst die Probe nehmt. Okay? Dann gilt nämlich diese Probe für das Gesamte, ja, und nicht nur für den Eimer, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel bei diesem, wenn ihr diesen Eimer hier beprobt und da kommt jetzt raus Sortenhonig Linde, ja, dann dürft ihr rein rechtlich gesehen nur diesen Eimer als Linde bezeichnen. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Tippviertel-Scheißerei, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen,
dass nicht jedes Bienenvolk das Gleiche sammelt. Es ist sogar sehr unwahrscheinlich. Die sammeln immer so tendenziell in dieselbe Richtung, aber doch sehr unterschiedlich. Und deswegen schmeckt der Honig von verschiedenen Völkern auch immer anders. Und bei mir zum Beispiel ist es so, ich homogenisiere gar nicht. Ja, ich will das nicht. Ganz bewusst will ich das nicht. Ich will einfach nur, also ich will es getrennt haben, ja. Weil man schmeckt wirklich einen Unterschied. Man schmeckt einen Unterschied. Nur einen kleinen Teil, wo ich wirklich zusammen mache, wie jetzt den, wo wir jetzt beproben. Das ist der, wo der Eimer draufsteht. Da ist noch ein Rest drin. Und da holen wir uns jetzt die Probe. Ich habe den unter dem Mikroskop schon untersucht. Ich bin gespannt, ob wir identisch sind. Ob wir ziemlich gleich kommen. Also von den Pollen her, vom Geschmack her, von der Sensorik, also Sensorik, von allem, von der Farbe, von ist dieser Honig hier drin. Linde. Sehr viel, also ist Linde mit einem sehr hohen Waldanteil. Aber ich bin wirklich gespannt, was die DNA-Analyse sagt, was das für ein Honig wäre, aber in welche Richtung das geht. Ja. Und sehr viele Korbblütler sind drin. Aber jetzt kommen wir zum Test. Dann greifen wir es mal an. Also, hallo, wir sind Sinsoma. Da steht es dann dran, hast du dein bereits ein Trachtanalyse, ein Konto erstellt? Das war das, was wir gerade oben gemacht haben. Arbeite mit sauberen Händen auf einer gereinigten Arbeitsfläche. Wenn du bereit bist, geht es los. Yes, wir sind dran. Ja, ich habe sogar Handschuhe dran, ja, vernünftige DNA-Analyse. In der Box findest du, also es muss in der Box vorhanden sein, A, ein Mischbecher, B, das Probenröhrchen, was dann eingesendet wird, sehr wahrscheinlich. Dann C, die Pipette und D, der QR-Code. Ja, den QR-Code werde ich mir aber trotzdem nochmal fotografieren. Aber mal schauen, ob ich den überhaupt brauche, weil ich glaube, ja, werden wir sehen. Ich fotografiere den jetzt für mich einfach mal ab. Oh, ich habe Selfie, brauchen wir nicht. Ja, nein, wir wollen noch nicht scannen. Wir wollen einfach nur ein Foto machen. Wahnsinn, wusste gar nicht, dass mein Handy direkt gleich losscannt. So, also wir haben alles, dann steht da, Arbeitsplatz muss sauber sein, frei von Blütenpollen und Honigresten. Fülle mit einem sauberen Löffel. Sauberer Löffel kriegen wir. Sauberer Löffel müsste sogar nicht da sein. Ich gehe schnell rauf. Also ich habe die Sachen, ja, das ist immer, ja, ich hole. Tada! Löffel, ja, Bundeswehrbesteck. Wuhu. Also, dann, wir brauchen einen sauberen Löffel. Fülle mit einem sauberen Löffel deinen Honig in den Mischbecher bis zur 10 Milliliter Markierung. Okay, 10 Milliliter, ach, das ist aber nicht viel. Das ist bis hier, also das ist wirklich nicht viel, das ist... Das ist übrigens auch was mir sehr gut gefällt an der Gesamtmethodik. Man braucht wieder sehr wenig Ressourcen. Ja? Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir richtig gut. Und dann lassen wir rein. Wäre der Honig jetzt cremig, würde ich jedem empfehlen, dass ihr ihn auftaut vorher, weil dann einfach das einfach alles ein bisschen einfacher geht. Ja? So. Gut. Reicht. So, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass die meinen. Warte mal, ich schaue mal nach. Ja. Mischbecher bis die 10 mm. Fülle mit einem sauberen Löffel deinen Honig in die Mischbecher, bis die 10 Milliliter Markierung erreicht ist. Okay, wir haben ein bisschen mehr, aber ich denke, ja, das können Sie verzeihen. So, dann drehen wir um. So, zuschrauben, schütteln. Dann steht da,
bis sich der Honig in Verdünnungslösung vollständig aufgelöst hat. Also so lange schütteln, bis er sich vollständig aufgelöst hat. Bei kristallisiertem Honig kann dieser etwas dauern. Eine Erwärmung auf 50 Grad im Wasserbad hilft, den Honig zu lösen. Ja, also man könnte dann im Prinzip das Ganze einfach in ein Wasserbad stellen und lösen. Ja. Aber funktioniert sehr, sehr gut. Gebe, dann haben wir 4. Okay, da geht es jetzt darüber. Wenn alles gut vermischt ist, entnimm mit der Pipette 2 Milliliter der Honiglösung. Fülle die Honiglösung in das Proberöhrchen, verschraube das Proberöhrchen. Der restliche Honiglösung kannst du als Probelösung wegschütten. Sie ist vollkommen unbedenklich. Pipette und Misch, okay. Also ich vermute mal, ohne jetzt irgendwie was in den Raum zu stellen, das ist sehr wahrscheinlich, also es riecht ja nicht das Wasser oder so. Ich vermute, das ist destilliertes Wasser, was da drin ist. Und das ist einfach nur verdünnt, dass da einfach ein bisschen mehr geht. So, jetzt müssen wir, 1 Milliliter ist da oben. Und wir brauchen 2 Milliliter. Also 2 Milliliter, diese Markierung ist 1 Milliliter und wir brauchen das Ganze dann zweimal. Ja. Okay. Okay, der Jupp hat es vorbei, verbockt. So, gut. Wo ich aber glaube, dass es auch gar nicht so genau geht. Ich glaube eher, das ist halt, die mussten halt irgendwas draufschreiben, dass die Leute wissen, um wie viel das rein soll. Ich vermute mal. Ein Milliliter war die Hälfte, das ist so knapp darunter, okay? So 2 Milliliter. Dann verschrauben wir das Ganze. Unglaublich, ich klebe schon wieder überall, wie ich nur das immer hinbekomme. Ja, so. Also, verschraubt. Gut. Passt. Passt. So, wie geht's weiter? Ich nehme erstmal die Handschuhe runter, weil sonst klebt hier wirklich noch mehr. Ja? Also, dann brauchen wir diesen QR-Code. Boah, ich habe hier überall das Talkum jetzt dran. Puh, ich komme mir vor wie ein Gewichtheber, du. Also, aber dann hier runter das Ganze. Und dann kleben wir das schön hier auf. So, jetzt können die von Synsoma das zuordnen. Jetzt wird das Ganze hier einfach so eingeklemmt. Ja, so. So nicht. Ja, nochmal. Wir machen noch einen Versuch. So, jetzt. Es wird hier so eingeklemmt und dann geht das Ganze, wird wieder verschlossen und geht das Ganze zur Paketstation, also wird versendet. Dann klebe nur das Rücksendungsetikett auf die Box. Wenn du die Box bei dem Postdienst abgibst, wird sie direkt in unser Labor. Also Rücksendeetikett habe ich ja auch, das habe ich oben, das klebe ich jetzt hier drauf und schon geht das Ganze zu Synsoma und im Teil 2 sehen wir dann. Wie gesagt, macht ein Bild von dem QR-Code, von der Zahl unter dem QR-Code, weil die könnt ihr auf der Homepage so eingeben und dann könnt ihr das Ergebnis gleich direkt nachschauen auf der Homepage, sobald es da ist. Was rausgekommen ist, und jetzt zum Schluss noch was ganz Wichtiges. Ich habe es euch bestimmt am Anfang schon mal eingeblendet. Ja, jetzt nochmal, wenn ihr als Gutscheincode BeLive eingibt, also einfach BeLive, großes B-E-E, großes L-I-V-E, BeLive, dann kriegt ihr 5% Rabatt auf das Ganze und dann kostet euch das nicht mal mehr 60 Euro und dann seid ihr sogar günstiger wie die herkömmliche Untersuchungsmethode und ja, also ich bin gespannt. Wir sehen uns im Teil 2. Ich gehe jetzt rauf. Macht das fertig, klebt es noch schön zu, ja, dass das wirklich safe ist und schickt es weg. Ja. Ich habe übrigens noch einen zweiten Test. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mein Frühjahrshonig untersuchen lassen sollte, weil den habe ich schon mal untersucht und da ist jetzt rausgekommen, dass es ganz knapp kein Raps ist. Aber ich weiß nicht, oder ob ich ihn für nächstes Jahr im Frühjahr nehmen sollte. Ja, weil ich habe einen Wanderstand, da wäre es sehr interessant, was da reinkommt. Also würde mich brennend interessieren, was das Labor sagt. Das ist nämlich für mich sehr schwer zu analysieren, weil die da relativ geringe Pollendichte haben.
aber verdammt viel Nektar und der Nektar ist relativ hell, ja, kommt fast an, wie soll ich sagen, an Raps ran, ist aber keiner, ja, ist aber keiner. Und da ist halt wirklich durch die geringen Pollen, tue ich mich ein bisschen schwer. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, Gutscheincode nicht vergessen und Vollgas. Und dann wünsche ich viel Spaß beim nicht mehr schätzen, sondern genau wissen, was drin ist im Honig. Ciao. Gute Nacht.